Moin moin und herzlich willkommen zu Pathfinder, The Wrath of the Righteous, dem Zorn der Gerechten, Rechtschaffenden, irgendwie so. Wir fangen hier eine neue Kampagne an mit einer kleinen Halbelfe, die als Aldori-Verteidiger startet und später einmal eine Aldori-Schwertfürstin werden möchte. So, dem aufmerksamen Zuschauer unter euch wird jetzt auffallen, Moment mal, das hast du doch schon mal angefangen und auf einmal aufgehört. Ja, das stimmt. Glücklicherweise ist mir früh genug aufgefallen, dass ich einen ganz entscheidenden Fehler gemacht habe bei der Erschaffung dieses Charakters und das auch später fast nicht mehr gut zu machen war. Also eigentlich war es nicht mehr gut zu machen. Jetzt muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, das liegt gar nicht mal nur an mir, sondern erstens, weil ich dieses Spiel blind spiele und zweitens, weil es hier einen total bescheuerten Übersetzungsfehler gibt und ein Verständigungsproblem gab. Und damit ihr nicht auch in die gleiche Falle reintappt, gehe ich das mit euch nochmal kurz durch. Also erstmal geht es mal hier um den Charakter. Ne? Das hier ist unsere Lilly. Wer das Bild noch kennt, aus Pathfinder Kingmaker, früher, da hieß sie, glaube ich, Yamandi Aldori, von den Aldori Schwertfürsten. Und da wir auch eine Schwertfürstin werden wollen und ich das Bild eigentlich an sich auch ganz nice finde, habe ich sie genommen hier. Wir sind eine Aldori-Verteidigerin. Die Aldori Schwertfürsten aus Brevoy zählen zu den tödlichsten und gefürchtetsten Kämpfern der Inneren See. Sie haben lange Jahre damit verbracht, den Umgang mit dem Aldori-Duellschwert zu meistern und sich dabei mit Trägern anderer Duellschwerter sowie sonstiger Waffen gemessen. Mit ihrer Schnelligkeit und ihren Reflexen weben sie um sich herum ein undurchdringliches Netz aus Stahl, aus dem heraus sie dann angreifen und ihren bedauernswerten Gegnern zusetzen. Die häufigste Form des Duellstils der Aldori und vermutlich auch die am einfachsten zu meisternde Technik konzentriert sich auf die Vermeidung von Schaden und die Entwaffnung des Gegners. Diese Schwertfürsten vertrauen darauf, sich allein mit ihren Fähigkeiten zu schützen und tragen deshalb meist keine oder nur leichte Rüstungen. Fassen wir mal zusammen. Wir spielen also keinen fett gepanzerten Tank mit Schild und Rüstung, sondern wir kämpfen mehr oder weniger so, wie wir hier stehen, mit unserer einfachen Kleidung und einem einhändigen Duellschwert. Ne, die Finesse dieses Kampfstils basiert darauf, auszuweichen, auszutänzeln und, jetzt kommt es, wo war's? Ich find's nicht mehr wieder. Entwaffnen. Das merken wir uns mal, denn jetzt kommen wir gleich dann zu dem Punkt, warum ich nochmal neu anfangen musste. Entwaffnen. So, das versuchen wir bis Stufe 10 zu spielen und dann wollen wir umschwenken, wenn es funktioniert, auf den Aldori Schwertfürsten. Dafür müssen wir einige Voraussetzungen erfüllen, Beweglichkeit, Überzeugen, Wissen und Wahrnehmung. Müssen gewisse Werte haben, die meisten 3, einmal Überzeugen auf 5. Wir müssen die bedrohliche Darbietung beherrschen. Wir brauchen natürlich Waffenfinesse und wir müssen mit dem Duellschwert erfahren sein. Ja, also die unteren 3, die erfüllen wir von vornherein, weil wir mit Aldori anfangen. Und die oberen 4, die kriegen wir auch ganz gut hin. So, wie gesagt, wir nehmen einen Halbelf. Halbelf passt ganz gut. Erstens vom Optischen, zweitens, hier gibt es keine Mali und auch und wir haben plus 2 Boni auf einem Attribut unserer Wahl. Das ist sehr gut. Wir haben uns für die duale Abstammung entschieden. Das heißt also, weiß ich nicht, Mutti war Elfe, Papa war Mensch. Dadurch wurden wir also quasi mit beiden Kulturen in unserer Kindheit konfrontiert und großgezogen, was uns ein Plus auf Willenswürfe gibt, warum auch immer, verstehe ich nicht so richtig, aber ist halt so und kann nicht schaden. So, wir haben uns als Rotzgöre eigentlich immer ganz gerne auf der Straße rumgetrieben, waren ziemlich, naja. Ich weiß nicht, ob unsere Eltern überhaupt zusammengeblieben sind, weil in der Pathfinder-Welt gelten Halbelfen eigentlich eher als Bastarde,
die weder von den Elfen noch von den Menschen gerne gesehen werden. Es kann also durchaus sein, dass unsere Eltern sich vielleicht im frühen Alter, im frühen Kindesalter getrennt haben und wir so ein wenig orientierungslos und ja, ohne richtige Erziehung uns auf der Straße rumgetrieben haben und Taschendiebstahl und ähnliches begangen haben. Wir waren ja schon immer recht flink und beweglich und athletisch und naja. Und konnten uns damit, unser Taschengeld so ein bisschen aufpäppeln, ne? Das bringt uns natürlich im heutigen Leben, dass wir uns gut daran erinnern. Wir haben immer noch so ein bisschen Beziehungen zu unserem alten Gossenleben. Das heißt, wir haben Tricks und Heimlichkeit in unseren Klassenfertigkeiten. Das heißt, wir können also immer noch so ein bisschen Fallen entschärfen. Und wir könnten wahrscheinlich auch klauen und ähnliche Geschichten. Und wir haben ein +2 auf Initiativwürfe. Weil als Taschendieb bist du natürlich immer im Alarmbereitschaft und hältst deine Umwelt im Auge. Und wenn sich da irgendwas rührt, dann rennst du schnell weg. Ne? Deswegen sind wir sehr initiativ. Was haben wir noch? Weiter geht's. Kommen wir mal zu unseren Werten. Das sind die beiden Werte, die für den Aldori-Verteidiger wichtig sind. Geschicklichkeit und Konstitution. Wir kämpfen nicht mit Stärke, wir kämpfen mit Geschicklichkeit. Das ist unser Modifikator, +5. Das ist unser Hauptwert. Unser Hauptwert, mit dem wir alles machen. Und die Konstitution, klar, damit wir nicht so schnell vom Umfallen, ne? Das ist unser Lebenspool. Was ich bei meinem ersten Mal überhaupt nicht bedacht habe, ist, dass wir Intelligenz benötigen. Das wird einem leider auch hier gar nicht gesagt. Und wenn man nicht aus der Pathfinder-Welt kommt, dann kenne ich das auch nicht so. Ne? Wenn man einen Krieger baut oder einen Kämpfer baut, auch in anderen Spielen wie D&D oder sonst irgendwas, dann ist das Letzte, was man da skillt, Intelligenz. Aber hier brauchst du das. Zumindest für diesen Bild hier. Warum? Kommen wir gleich zu. So, Fertigkeiten, ne? Alles, was grün ist, da sind wir ein bisschen geübt da drin. Wir brauchen für, haben wir gerade gesehen, wenn wir später Aldori Schwertfürstin werden wollen, brauchen wir Beweglichkeit, wir brauchen Wissen Welt, wir brauchen Wahrnehmung und wir brauchen Überzeugung. Wir haben 3 Stück pro Aufstieg. Das heißt, wir werden die ein bisschen skillen. Alles andere werden wir dann so nach Bedarf skillen. Wir werden natürlich auch ein bisschen Richtung Tricks gehen und ein bisschen Richtung Heimlichkeit gehen. Weil es kommen Zeiten, da haben wir vielleicht keinen Schurken oder so dabei. Und irgendjemand muss Fallen finden können und solche Geschichten. Ne? Und da wir das aus unserer Kindheit noch kennen, werden wir das immer so ein bisschen anpassen. Also wir werden mal hier und da und dort mal was reinskillen, was wir gerade so in unserer Gruppe benötigen, sobald wir unsere Voraussetzungen erfüllt haben. Ne? Das war also hier 3, hier 3, hier 3 und hier 5. Sobald wir das haben, können wir uns austoben. Weiter. So, jetzt kommen wir mal hier hin. Das hier ist der, ich nenne es mal so, der Skilltree für den Aldori-Verteidiger. Wir kriegen jede Stufe 6 Lebenspunkte. Das ist hier Stufe 1. Das haben wir alle schon. Ne? Wir sind Kämpfer, deswegen haben wir die normalen Kämpferkenntnisse. Wir haben das Duellschwert gelernt, weil wir Duellistin sind. Wir haben einen Waffenfokus auf Duellschwert. Das habe ich hier gemacht, ne? Hier die beiden. Ja, einmal hier die Waffenfinesse. Kommen wir gleich zu. Das bedeutet, machen wir jetzt. Waffenfinesse bedeutet, dass wir anstatt mit unserem Stärke-Modifikator mit unserem Geschicklichkeitsmodifikator arbeiten. Das haben wir ja gesagt. Wir haben hier +5, da haben wir nämlich nichts. Und diese +5 kommen jetzt auf unsere Angriffswürfe. Das heißt, wir kämpfen komplett mit unserer Geschicklichkeit. Zweiter Punkt, wir haben den Fokus auf das Duellschwert gelegt. Damit kriegen wir nochmal +1 obendrauf. Ja, solange wir ein Duellschwert benutzen. So, jetzt kommen wir wieder hier hin. Das haben wir hier, ne? Der Waffenfokus und die Waffenfinesse. So. Auf Stufe 2 werden wir Kampftalente bekommen. Alle 5 Stufen bekommt der Aldori-Verteidiger +1 auf Willenswürfe gegen Furcht. Wir sind also recht furchtlos und wir werden auch immer furchtloser werden. Wir kriegen sehr häufig... Wo haben wir sie denn? Das sind alles Achso, die Grünen. Wir kriegen sehr häufig Waffentraining, teilweise sogar 2-mal pro Stufe. Das ist auch sehr speziell. Das kriegen die normalen Kämpfer eigentlich nicht. Das kriegt nur der Aldori.
Und hier kommen wir zu einem ganz besonderen Punkt, der diesen Bild ausmacht, nämlich, wie bereits gesagt, wir haben kein Schild und wir haben auch keine schwere Rüstung. Wir weichen zum einen aus und zum anderen machen wir Paraden. Das heißt, spieltechnisch sieht das so aus, wenn wir einen Angriff in unserer Runde durchziehen gegen einen Gegner, dann bekommen wir automatisch plus 1 auf unsere Rüstungsklasse für den nächsten Zug, wenn er uns dann angreift. Das erhöht sich alle 5 Stufen jeweils von plus 1. Das heißt also, unsere Rüstungsklasse steigt im Kampf dynamisch an. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt hier, der total wichtig ist für den Aldori-Verteidiger, von dem auch eingangs gesprochen wurde, nämlich die Entwaffnung. Und das habe ich völlig falsch verstanden hier. Ich habe das nämlich so verstanden. Ab Stufe 6 bekommen wir diesen entwaffnenden Schlag und dann sind wir in der Lage, unsere Gegner zu entwaffnen. Stimmt aber nicht. Habe ich falsch verstanden. Beziehungsweise vielleicht ist es auch doof erklärt. Das Ganze sieht nämlich so aus. So. Dieser entwaffnende Schlag hier, der sagt nur aus, dass wenn wir einen Gegner entwaffnen, dass wir dabei auch noch Schaden machen. Normalerweise entwaffnet man einfach nur und macht keinen Schaden. Der Eldori-Verteidiger macht dabei sogar noch Schaden. Aber um das hier zu machen, müssen wir erstmal entwaffnen lernen. Und entwaffnen ist hier total bescheuert übersetzt worden. Das heißt hier nämlich deaktivieren. Hau mal ab. Das kann nur ein Übersetzungsfehler sein. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt deaktivieren, deswegen da kommt man auch nicht drauf, wenn man das nicht weiß. Ich habe es auch nicht gefunden. So, dafür brauchen wir die Intelligenz von 13. Ne? Denn dann können wir die defensive Kampfweise lernen und dadurch lernen wir das Entwaffnen-Kampfmanöver. So, und wenn wir das können, dann kann der Aldori automatisch auch den entwaffnenden Schlag. Und daraus können wir dann später das mächtige Entwaffnen machen und so weiter und so fort. Da kommen wir aber später zu. So, und deswegen musste ich neu anfangen, weil ich habe das natürlich überhaupt nicht bedacht, sondern ging davon aus, dass das hier automatisch funktioniert und habe natürlich alle Werte völlig anders gehabt und zum Beispiel nicht einen einzigen Punkt in Intelligenz gepackt, ne? Weil mir das als Krieger-Kämpfer-Klasse völlig unwichtig erschien. Was es normalerweise auch ist, aber speziell für diesen Punkt hier braucht man es dann doch so. Und da hier auch nicht beisteht, dass man dafür Intelligenz benötigt, beziehungsweise auch noch diesen Deaktivieren-Perk benötigt, habe ich das völlig versaut. Und merkte dann plötzlich so, es hat keinen Sinn mehr. Ich kann hier nicht weiterspielen. Und bevor ich mich jetzt hier das komplette restliche Spiel komplett ärgere, weil ich die wichtigsten Dinge, auf die ich hier baue, nicht machen kann. Ne, das ist so, als wenn du einen Turmschild-Experten spielst und merkst plötzlich, oh, du kannst gar kein Turmschild tragen. Ne? dann macht das ganze Ding keinen Sinn, dann fange ich lieber von vorne an. Ne, das ist dann zwar ein bisschen verlorene Zeit für ein paar Stunden, aber ja gut, was soll's. Ne? Dadurch habe ich mich trotzdem nicht allzu sehr gespoilert, weil ich bin sowieso noch nicht so weit gekommen. Zum Glück habe ich das rechtzeitig gemerkt hier. Gut, also, weg damit, so. Trotzdem fangen wir nicht sofort mit dem entwaffnenden Krams an, weil das brauchen wir erst ab Stufe 6. Das heißt, wenn wir, Stufe 3 müssen wir anfangen. Wenn wir ab Stufe 3 dann den defensiven Kampfstil nehmen, Stufe 5 dann das Deaktivieren, wie es hier heißt, benutzen, dann können wir mit 6 dann auch entwaffneten Schlag einsetzen. Aber jetzt in der ersten Stufe gehen wir erstmal auf Schaden, das heißt, wir machen plus 1 auf unsere Angriffswürfe durch den Fokus und nochmal plus 5 auf unsere Angriffswürfe durch die Finesse. Damit können wir schon mal ganz gut Schaden machen. Und fallen hoffentlich nicht so schnell um. Naja, gut, wir haben jetzt Den Defensiven machen wir dann, sobald wir Stufe 3 sind. Kommen wir weiter. Wir haben natürlich auch eine Gottheit. Die nennt sich Irori. Das ist der Meister aller Meister, der Erleuchtete. Achso, habe ich überhaupt schon was erzählt, warum wir aus der Gosse wieder raus sind? Nein, habe ich wahrscheinlich nicht, ne? Wie gesagt, unsere Eltern haben sich wahrscheinlich getrennt. Wir haben uns also ein bisschen rumgetrieben und Unsinn gebaut. Und irgendwann ist uns da jemand über den Weg gelaufen.
sei es eine sie, ein er, ich weiß es gar nicht. Sagen wir mal, es war ein er. Und das war jemand, der in uns etwas gesehen hat, ne? Hoffnung, eine Zukunft gesehen hat. Und er hat gesagt, pass auf, Göre, ich gebe dir jetzt die einmalige Chance, aus diesem Straßenleben hier zu entkommen, wenn du genau das tust, was ich dir sage. Und dann hat er sie an die Hand genommen und hat ihr die Schwertkunst beigebracht. Und zwar nicht das blöde Draufhauen, sondern wirklich elegante Kunst. Meisterliche Schwertkunst. Fechten, wenn ihr so wollt. Ja? Und das erfordert eine Menge Disziplin und große Motivation und auch die Fähigkeit, sich unterzuordnen und den Anordnungen seines Meisters oder seiner Meisterin oder seines Lehrers Folge zu leisten. Und mit dieser, und das hat wahrscheinlich jahrelang gedauert, ne? Ein jahrelanges Training hat unsere gute Lilly bekommen. Und dadurch ist sie sehr diszipliniert geworden, sehr engagiert geworden, hat gelernt, Regeln zu befolgen, sich an Regeln zu halten und diese nicht zu brechen, sich an Gesetze zu halten. Und hat ein Ziel in ihrem Leben. Ne? Sie möchte ihre Schwertkunst perfektionieren. Sie möchte eine große Aldori-Schwertfürstin werden. Und vielleicht irgendwann einmal sich mit den großen Schwertfürsten in Brevoy messen. Das ist ihr Ziel. Und sie ist sehr dankbar, dass dieser Fremde, wahrscheinlich war er irgendwann nicht mehr fremd, aber dass dieser ehemals Fremde sie entdeckt hat und sie zur Seite genommen hat. Denn sonst wäre sie heute ja wahrscheinlich immer noch in der Gosse. Wäre vielleicht nicht nur Taschendiebin, sondern was Schlimmeres geworden. Und jetzt ist sie aber diszipliniert, engagiert, rechtschaffend und reist durch die Welt, um ihr Wissen zu erweitern und wie gesagt irgendwann eine Meisterin zu werden. Seit diesem Tag, ich weiß nicht, woran sie früher geglaubt hat, aber seit diesem Tag glaubt sie an Irori, der Meister aller Meister, der Erleuchtete, der Perfekte, ne? Der Gott der Selbstperfektionierung passt zu ihr. Ne? Sie möchte sich perfektionieren. Sie möchte eine perfekte Schwertmeisterin werden, mit einem perfekten Körper, perfekter Gesundheit, perfekter Kondition und perfekter Schwertkunst. Sie glaubt an Irori. Von ursprünglich chaotisch oder neutral ist sie zu rechtschaffend neutral gewandert. Sie ist immer noch, sie glaubt immer noch an beide Seiten, sowohl das Gute als auch das Böse. Aber sie hat, wie gesagt, gelernt, Regeln zu befolgen, sich unterzuordnen und Gesetze einzuhalten. Sie ist rechtschaffend neutral. Ihr Aussehen, ja, wir versuchen sie so hinzukriegen, dass sie einigermaßen diesem Bild hier ähnelt. Weil, da sie ja keine Rüstung trägt, wird sie hauptsächlich im Spiel so aussehen. No mistakes. Ja, wenn wir das Blechding jetzt hier wegdenken, haut das ungefähr hin. Sie ist pragmatisch, heißt Lilly. Und das ist ihr Charakterblatt. Sie hat eine Rüstungsklasse von 15, wenn sie auf dem falschen Fuß erwischt wird, immer noch 10. Berührungsangriffe hat sie auch 15. Zähigkeit hat sie plus 4, Reflexe hat sie ganz gute. Durch ihre duale Abstammung hat sie Willenswürfe plus 2, immerhin. Ne? Ansonsten ist das nämlich ihr großer Schwachpunkt hier. Die Werte hier können wir noch schlecht sehen, weil sie hat noch nichts in der Hand. Ihre Kampfmanöver, Verteidigung und Angriffe sind, ne, da hat sie jetzt schon einen Bonus von 16 auf die Verteidigung, aufgrund ihrer Fechtkunst. Sie hat die ganz normalen Perks wie alle auch, sie kann Gnadenstoß geben, wenn ein Gegner vor ihr auf dem Boden liegt. Sie kann Krankheiten und ähnliches mit Erste-Hilfe-Packen behandeln. Sie kann defensiv kämpfen, das ist ganz wichtig für sie. Sie kann Gegner demoralisieren. Das wird später sehr interessant, wenn sie Schwertfürstin wird. Damit kann sie ganze Kämpfe entscheiden. Und ansonsten, ja, sie ist Halbelfin, sie hat die Kämpferkenntnisse, ist mit dem Duellschwert vertraut, glaubt an Irori, war früher mal Taschendieb, ist dual abgestammt, ist
wie auch immer, hat die normalen ganzen Kämpferkenntnisse, die ihr hier nichts bringen. Sie trägt weder leichte noch mittlere noch schwere Rüstung. Erst recht keine Schilde oder Turmschilde. Das Einzige, was für sie interessant ist, ist das Waffenfokus, Duellschwert und die Waffenfinesse. Ja, und das hier haben wir auch. Für sie interessant, damit sie später umschwinken kann, ist die Wahrnehmung, die Überzeugung, Wissen, Welt und Beweglichkeit. Sobald wir die auf die Werte haben, die wir brauchen, werden wir den Rest so anpassen, wie es für unsere Gruppe vonnöten ist. Ja, das war's. Und dann würde ich sagen, beenden wir das hier und dann können wir nämlich in der ersten Folge direkt vernünftig loslegen. Alles klar, ich danke euch. Bis morgen. Tschüss.